Oberst von Hindenburg, verehrte Trauergäste, Generale, Offiziere und Soldaten der Wehrmacht. Zweimal in seinem Leben wird der Soldat meist allein in Ehren offen genannt. Nach einem Siege, nach seinem Tod. Hoffnung kämpft mit Verzagtheit, Zuversicht mit Verzweiflung. Immer wieder aber wird die Nation emporgerissen zum Schutz ihres Daseins. Erfüllen treu und gehorsam Millionen deutsche Männer ihre Pflicht.